Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Wir sind wieder zurück auf dem Planeten. Mein Schäfchen pennt hier. Möchtest du die Scheune mit Stroh füllen? Ja. 10 Minuten hält das an. Naja, okay, gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir müssen erstmal warten, bis Besuch kommt. Oder ich guck mal auf die. Genau, Quests. So, Larven. 7 Larven. Hatten wir nicht Larven gekauft? Stelle einen Lutscher her. Und ich brauche Fleisch und Fledermausflügel. Ach. Oh mein Gott. Das ist ja mal nervig. Achso, dauert noch 7 Minuten. Und ich muss schlafen gehen. Wieso? Ich habe da noch voll viel Ausdauer, oder? Nee, das ist mein Erfahrungsbalken. Ach, scheiße. So, paar Tage nicht gespielt, schon am Arsch, ey. Oh. Ich möchte dir Macht einflößen. Ich möchte dir meine Gaben schenken. Okay. Übrigens, ich habe ja Sams erstellt und mir ist aufgefallen, dass dieser Bösewicht auf Ancora aus der letzten Folge mir ziemlich ähnlich ist. Er hat halt auch diese zwei Umhänge-Dinger hier, die hinten bei ihm rumfliegen. Und er kann Magie. Er wird auch ein Prinz sein, aber er hat seinen Planeten verlassen. Nehme ich an. So, was brauchen wir dringend? Baumwolle. Also ich denke, er ist auch ein Prinz. Aber gut. Wir müssen ja ein bisschen was organisieren. Ich weiß nicht, wie viel Geld haben wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, ist, wir holen ein paar Larven. Dafür müssen wir ja Frau Hans-Dieter holen. Frau Hans-Dieter... komm mal her. Hallo? War das richtig? Offizielles Abzeichen der Sternpatrouille, damit kannst du Moon rufen. Moon? Okay. Ja, sie... Ach, da kommt sie doch. Ich wollte schon sagen, wir sind am Arsch. Das Spiel ist buggy. Okay. Arco, ich muss auf Dayland notlanden. Ich hab dich gerufen. Geht es dir gut? Ja, aber es war eine harte Luftschlacht gegen die Piraten. Fast hätte ich sie erwischt. Aber im letzten Moment wurde mein Deck von einer Kanone getroffen. Also musste ich mich zurückziehen. Hilfst du mir, das Raumschiff zu reparieren? Aber ich brauche doch... Ich wollte doch deine Hilfe, nicht andersrum. Natürlich, du kannst dich auf mich verlassen. Nein, kannst du nicht. Warum kann ich nicht selber antworten? Ich würde sagen, nee, gib mir dein Schiff, ich hau ab. Ich brauche nur 3 Metallplatten, um es zu reparieren. Hey. Hier, bitteschön. Danke, gib mir etwas Zeit, dann kann ich wieder abheben. Wie wär's mit mich mitnehmen? Oh Mann. Du sollst mich doch mitnehmen. Was ist denn los mit dir? Hachi, meine Nase juckt. Hey! Dir fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Ja, du sollst aber nichts klauen. Hey. Kein Brennstoff. Ich hab keinen Brennstoff. Okay. Was brauchte ich nochmal für Brennstoff? Öl, oder? Kann ich überhaupt Brennstoff machen?
ist das? Was soll das? Wer läuft da? Was ist... Ich hab einen Huhn. Woher kommt das Huhn? Huhn? Das Huhn ist verschwunden. Habe ich jetzt umgebracht, nur um ein Stück, um ein Ei zu bekommen? Und wo kommt dieses Huhn her? Ja, tschüss, Moon. Ich bin übelst am Verhungern, wir müssen was essen. Es ist verwirrend. Ziehen wir uns so eine Suppe rein, das passt schon. Okay, dann lass uns erstmal ganz kurz... Oh, das ist ein Fehler. Die 2 Minuten hätte ich auch warten können. Egal, jetzt sind wir schon wieder dabei, ne? Machen wir erstmal auf jeden Fall unser Zeug hier fertig. Ich glühe auch so ein bisschen aus dem Magen heraus. So, Öl. Brennstoff meine ich. Dafür brauche ich Öl und Alkohol. Alkohol, Glasflasche, Limatsch. Hier fehlt unbedingt irgendwie ein Ort, wo man Monster killen kann. Ich meine, gut, Monster kommen ab und zu, das ist natürlich schön und gut, ne? Aber das bringt mir halt alles wenig. Ja, stellen wir so 10 Flaschen her. Ich habe kein Limatsch. Egal. Ich brauche ja nur ein Alkohol. Und ein Öl. Also auch gar kein Problem. Ich muss dann Blumen herstellen, ganz dringend. So. Jetzt kann ich... Brennstoff herstellen, aber nur einmal. Ganz schön teuer, nur um so ein paar komische kleine... Dinger zu bekommen. Da ist schon wieder ein Huhn. Pennt. Ich kann ihn nicht füttern. Okay. Dann nicht. So, die Steine sind aus dem Weg, ne? So, Fackel anzünden. Es ist sehr dunkel hier drin. Was du nicht sagst. Es hat eine Fackel in der Hand und sagt, hier ist es dunkel drin. Naja. So. Was für ein Glück, ich habe Mineralien im Stein gefunden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Aua. Dass irgendwie... alles resettet wurde, das ganze Tutorial. Okay, das war's schon. Jetzt müssen wir warten, bis der Pirat zurück ist. Ja. Oh! Welch Zufall! Nimmst du gleich meinen Stein mit? Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Für etwas Metall transportiere ich sie in mein Raumschiff. Hier fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Hast du jetzt das Zeug rausgenommen? Ja. Yeah. Ach Mann, ich dachte, ey, er kann das Stein gleich wieder mitnehmen. Das wäre so cool gewesen. Ich gehe rein, immer die ganze Zeit rum. Aber nein. Was? Möchtest du das Feld verbessern? Ach, kann ich schon. Sieben Stück. So, kann ich das Feld hier auch schon gleich verbessern? Halt, warte. Stoff fehlt mir. Genau deswegen wollte ich das herstellen. Genau. Küche, war das Küche? Nein, Werkstatt, ne? Ich brauche nämlich Stoff. Dafür brauche ich Seil. So, daraus stellen wir einen Stoff her. Dadurch verbessern wir den hier. Es läuft, Freunde, es läuft. Es geht voran. So, ich brauche Baumwolle auf jeden Fall.
So. Guck mal, da ist doch Wasser. Kann ich das nicht hier rausnehmen? Nee. Ich frage mich, ob die Zeit verkürzt ist. Aber wir nehmen einfach mal all unser Wasser und verschwenden das. Also verschwenden ist hier mal. Besucher ist schon wieder weg. Können wir gleich die Steine wieder mitnehmen. Läuft. Guck mal. Unser Tierchen gibt uns auch Milch. Ach, das ist schön. Und es freut mich, wenn alles läuft. Das ist ein neues Rezept, Käse. Hier kriegst du noch ein bisschen was. Sehr schön. Habe ich das nicht gegossen? Mir hat es wenig gebracht. Gut, wir gießen erstmal nur das hier. Die Sonnenblume lassen wir erstmal außen vor, weil eigentlich brauchen wir sie ja derzeit nicht. Ist eher, wir bauen ja auf Reserve. Rein theoretisch könnte ich jetzt bereits schon los. Okay, der Zapfen ist wieder weg. Aber ich würde gerne zuerst die Steine mitnehmen. Ach komm, das Licht ist schon wieder aus. So. Man möge denken, das brennt ein bisschen länger. So. Arbeiten wir uns einfach mal geradeaus. Scheiß auf rechts und links. Aber wir kommen voran, wir kommen voran, wir kommen voran. Ich weiß noch nicht, was es bringt, da sich da durchzumogeln, aber naja. Gut, werden wir ja sehen. Oh! Schnell, was? Planet drehen? Okay, hier. Fall auf mich rauf! Würde mich ja mal interessieren, was dann passiert. Wahrscheinlich verliere ich Leben. Ich weiß nicht, wo die Hühnchen herkommen. Aber gut, hier. Ach, der frisst Zapfen! Ach du Scheiße. Warum das Huhn dann verschwindet, weiß ich auch nicht. Ein Mysterium, Freunde, ein Mysterium. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Aber gut, das hier ist gleich fertig. Und irgendwas hatte ich noch im Kopf. Silber. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich Silber herbekomme. Und ich weiß auch noch gar nicht, was das Ding hier bringt. Also, keine Ahnung, kann ich Magie drauf wirken? Tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass der Feind in der Nähe ist. Ich auch. Take this. Bären. Ich will doch keine Bären. Okay, wenn ich jetzt hier auf X drücke. Nö. Ach, das kostet dieses Material, also diese Kristalle, immer wenn ich zaubere, ne? Zaubersprüche, ja, das kostet mich was. Weißt du was? Nee, ich brauche keine Eier. Huch. Wer braucht schon Eier, Freunde? Ich habe zwei, mehr brauche ich nicht. Also in meinem Inventar. So. Schnell, es ist ein Notfall. Was ist los? Ich komme vom Planeten Mio. Es gab einen blutigen Angriff. Viele Katzenkinder sind verletzt. Es ist eine Katastrophe. Kann ich helfen? Ja, sie haben Magier und Heiler herbeigerufen, um den Verwundeten zu helfen. Ich möchte, dass du so viele Heiltränke wie möglich erstellst. Hier ist das Rezept und die Zutaten. Schnell, Arco, die Katzenkinder brauchen deine Hilfe. Heiltrank. Mache so viele Heiltränke wie möglich um die, okay. 1, 2, 3, 4. Soll ich jetzt mal verkaufen? Halt. Was hast du eigentlich zum Anbieten? Baumwolle, Limatsch brauche ich auf jeden Fall. Stoff will ich ihm jetzt nicht abkaufen. Unsichtbarkeitstrank. Dieser Zaubertrank macht dich unsichtbar, aber die Wirkung hält nicht sehr lange an. Was bringt mir denn das? Ja, gib mir die Kerne, die sind auch noch recht billig, ne? So, bevor ich hier Heiltränke kaufe, möchte ich gerne zuerst prüfen. Labor.
Es geht eigentlich voll in Ordnung, ne? Bitte schön, habe fertig. Oh, hallo Hühnchen. Hier sind die Heiltränke. Vielen Dank, sie werden eine große Hilfe sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ach, ich habe vergessen zu verkaufen. Egal. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Viel Glück. Weißt du, 4 Stück. Das muss einfach ein Planet sein mit 4 Katzenkindern. Naja. Gut, wir haben jetzt mittlerweile überall kleine Hähnchen. Ich weiß nicht warum, aber hey, ich nehme das mal so hin. So, direkt mal mehr Baumwolle sehen. Was brauchen wir als nächstes? Ups. Ich will das hier verbessern. Ach, ist das schon maximal verbessert? Ist das möglich? Ja. Das ist schon maximal verbessert. Es sei denn, es geht nicht, währenddessen sie da halt etwas machen. Stroh. Stroh. Ja, ist gut. Schlag einfach mal in die Luft. Stroh, Stroh, Stroh. Davon kann ich 2 herstellen. Das ist gar kein Problem. Dann brauche ich hier Stoff. Ich glaube, das wird nichts. Ah, doch, 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 doch. Ha! Und schon können wir das letzte Feld ausbessern. Zack. Halt, ich muss erst was gucken. Nee. Okay, das ist das maximale Feld, was wir haben können. Mit 7 Stück. Finde ich ein bisschen schade, aber hey. Ich hätte gerne so ein Feld, wo ich 50 von allen bekomme. Wisst ihr? Das wäre echt toll. Aber gut, was willst du machen? Dann brauche ich den ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Aber komm, wir gießen den einfach mal. Irgendwann wird es schon regnen. Und hier pflanzen wir jetzt an Weizen. Weil wir brauchen ja wieder neues Stroh. Auch für unser kleines Vieh. Komische Geräusche. Ja gut. Was haben wir eigentlich noch nicht gebaut? Scheune, Mine, Brunnen, großer Brunnen, Kamin haben wir alles gebaut, ne? Ja, und die Zäune natürlich sehr, sehr wichtig. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Feuer machen? Ach! Oh, das Feuer liegt gerade total scheiße. Und das hier ist genau vor meiner Tür, das heißt, ich kann gar nicht rein. Wobei man auch gar nicht reingeht. Ich bin gerade schlafen gegangen, Leute. Ist er noch da? Hat er jetzt hier 8 Stunden lang seinen Spaß gehabt? An die Wand mit dir. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Jetzt hängt er fest. Oh Gott. Wie, er hat mir wehgetan. Wieso hast du so viel Leben, WDF? Aber Lachse. Oh, noch mehr Feinde. Es sind noch 2 Feinde hier. Noch ein Wölfchen. Ich meine, ist das nicht ein bisschen krass, dass da 3 Wölfe sind? Die auch nicht gerade wenig Schaden machen. Aber gut, ich bekomme Fleisch, ja. Was soll ich mit dem ganzen Fleisch? Ich kann es ja selbst irgendwie nicht essen. Eigentlich schon. Eigentlich kann man es schon essen, ja, doch. Ich habe vergessen, dass es hier so eine Art Hungersystem gibt. Weil man hier einfach nur selten essen muss. Bezieh dich! Such dir ein Hobby. Guck mal, die kleinen Küken einfach um mich herumstehen und essen wollen. Lass mich in Ruhe, Hilfe! Oh Gott! Was passiert hier? Ich habe irgendwelche Tiere auf meinen Planeten eingeführt und jetzt sind sie einfach überall. Ah, super. Noch mehr? Okay. Puh. Dann kann ich jetzt auch eigentlich mal ganz kurz rüberfliegen.
Um Larven zu holen, ne? Wieso kommt die schon wieder nicht? Irgendwie läuft das nicht mit der. Man ruft sie und sie kommt einfach nicht. Ja, wozu hat sie mir denn dieses Abzeichen gegeben? Jetzt komm her, Mann! Ich brauch Larven! Schweinerei. Ach, gut. Das ist zum Glück wenigstens gleich alles fertig. Ja, komm, die eine Minute will ich jetzt nicht warten. Und es hat schon lange nicht mehr geregnet. Ich meine, ich habe sehr viele Wasserreserven. Eigentlich könnte ich sogar noch mehr Brunnen aufstellen, einfach nur, weil ich es kann. Hat ja auch keinen Nachteil, wenn man irgendwelche 1000 Brunnen aufstellt, ne? Kann ja sein, dass irgendwann das Wasser erschöpft ist, aber nö. Die sind nicht da, guck mal. Ah, ich habe kein Stroh, ja, stimmt. Produzieren wir doch direkt mal Stroh. Ah, zwei Stück kann ich machen. Na, Halleluja. Hast du aber jetzt Zeit gelassen, ne? Jetzt musst du aber ganz kurz warten. 20 Sekunden, ja, so viel Zeit hast du. Mehr Sonnenblumen. Na komm, lande mal da. Wir brauchen Sonnenblumen. Und hier bleibt dann halt auch der Weizen, ne? So. Alles dufte bei ihr. Bist du bereit, mit mir kurz wegzufliegen? Gut, keine Aufträge momentan. Dann reisen wir los. Oh, ist das laut. Okay. Vielen Dank für das Schaf. Es ist sehr glücklich mit seinem Leben auf Dailand. Das freut mich. Aber sei vorsichtig wegen der Piraten. Die haben mir schon Schafe geklaut. Keine Sorge, ich beschütze es vor Kapitän Goliath. Ich sehe, du hast die Schmiede deines Onkels Nolin wieder aufgenommen. Arko hat eine Schmiede an seinem Haus. Warum bringst du ihm nicht bei, wie man Silber verarbeitet? Geht doch. Das ist mein Fachgebiet. Ich bringe 10 Silbererzstücke mit und ich zeige dir, wie man es schmilzt, und um reines Silber zu erhalten. Hab ich. Hier, jetzt haben wir genug. Schau gut zu, Arko, und lerne das Handwerk eines Ankh-Schmiedes. Ich habe nichts gesehen. Jetzt brauchst du irgendwas. Soll ich dir das Geheimnis eines echten Ankhammers beibringen? Ja. Okay, aber ich möchte im Gegenzug dich um einen Gefallen bitten. Der Winter ist sehr hart im Norden. Ich fürchte, dass eine gewisse Ankh sehr frieren wird. Bringe ihr 15 Holzstümpfe und wenn du zurückkommst, zeige ich dir, wie man einen Hammer herstellt. Aber sag ihr nicht, dass sie von mir sind. Sie sind doch von mir! Hä? Bring ihr 15 Holzstücke von dir und aber sag nicht, dass sie von mir sind. Schon wieder Hunger. Ich bin hier fast tot. Hier ziehen wir uns ein bisschen Brot rein. Ein bisschen Brot tut gut. Na, 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 na. Ja, ja, ja. Noch eine Karotte gegessen, noch ein Brot. Jetzt sind wir voll. Sehr schön. So, wo lagert denn Mrs. Trulla? Denn Mrs. Trulla hat ja auch die Dingenskirchens, die wir brauchen, ne? Köder. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich Fledermausflügel herbekommen soll. Eine Eichel. Dir fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Hallo. Wir haben dir zusätzliches Brennholz mitgebracht. Oh, vielen Dank. Wie lieb, dass ihr an mich gedacht habt. Ich hatte fast keines mehr. Um ehrlich zu sein, Umi hat uns geschickt.
Versprochen ist gebrochen. Er würde es aber nie zugeben. Umi? Hm. Na, stimmt, die hat auch einen Auftrag für mich, ne? So. Ach nee, die hatte diese Gänseblümchensamen, ne? Das ist jetzt doof. Passt er seine Farbe immer an? Wie ich einfach weglaufen kann. Okay, von denen kriege ich Schleime. Vielleicht kriege ich hier auch irgendwo Fledermausflügel her. Ich weiß zwar nicht wo, aber naja. Guck mal da. Da ist ein Vögel. Dort sind Vögel, Freunde. Dort sind Vögel. Wir laufen mal zu Hans Dieter zurück. Und dann können wir nämlich einen neuen Hammer herstellen. Der uns, ich weiß nicht, was bringt. Vielleicht neue Gebäude bauen oder so. Wir haben Hute das Feuer gebracht. Das Feuerholz. Sie war sehr dankbar. Ich habe Feuer gebracht. Ich hoffe, sie ahnt nicht, dass ich dich darum gebeten habe. Sie, naja, ist auch egal. Der Ankh-Schmiedehammer. Pass auf, Akko, das ist das Geheimnis. Tudu. Neue Mission, stelle einen Ankh-Schmiedehammer her. Okay, was brauche ich denn dafür? Weißt du, wenn ich jetzt irgendwas dafür brauche? Und dann wieder hierher kommen muss, wäre das echt kacke. Wir müssen ja hier einfach mal alles töten und gucken, was bei rauskommt. Vielleicht kriegen wir Fledermausflügel. Ansonsten haben wir gleich jede Menge Fleisch. Okay, wir kriegen ein Level Up. Ich würde aber glatt behaupten, wir gehen zurück, weil die Folge ist ja eh jetzt vorbei. Und ich wollte jetzt noch einkaufen gehen, bevor ich eine längere Session aufnehme. Aber diesen Typen, der sich da so tarnt, den nehmen wir noch mit. Schlechte Tarnung, Bro. Sorry. Mehr Schleim. Müssen wir halt nochmal Gas herstellen, ist halt so. Also. Kann ich nichts machen. Ich wollte gerade sagen. Lass mich jetzt hier nicht hängen. Okay, wir gucken mal noch kurz, was wir brauchen, um den Hammer herzustellen. Silber. Ich kann jede Menge Silber herstellen. Hier, 15 Stück. Ja, und schon haben wir den verbesserten Hammer. Vielleicht, um mehr Silber zu kriegen. Wasserturm. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Feuerstelle. Kann ich das Zeug abreißen? Kannst du das Zeug ja nicht mehr abreißen. Naja. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge. Also morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.